Drollsuppe mit Elf und Zwiebeln. Ha, lecker. Und eine schlafende Trollin. Der will mir erstmal Knochen in den Kopf kicken. So, wir sollten schleunigst jetzt zu Philippa Ehrenhardt gehen. Apropos Harpen. Ja, können wir nicht. Harpenfall können wir nur in den Typen herstellen. Dass Adnan Pankram mit dem Mord an Leto beauftragt worden war. Ja, das ist wichtig. Symbol des Hasses. Das müssen wir noch abwarten. Auf eine Rechnung abwarten. Schweren Herzens. Succubus. Gern und suchte mich auf. Was? Wen suchen wir auf? Rittersporn. Ah ja. Rittersporn. Frage auf Leben und Tod. Erforderlichen Zutaten. Davon ist nun zu berichten. Was haben wir hier? Ach, die rosa Erinnerung. Ja, okay. Königsblut und eine Machtquelle. Alles klar. Die Grenze für das Gegengift. Eine von vier. Eigentlich haben wir zwei von vier. Naja. Ewige Schlacht. Kann es sein, dass es hier ein Fehler ist? Drachentraum. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Egal. Ewige Schlacht. Was haben wir hier für? Das sind die genau, ach, das. Genau, das war ja das. Wo ist Triss? Dafür gehen wir jetzt mal zurück, würde ich sagen. Und auf der Spur der Magie. Ah ja, wir müssen eh zu Philippa. Alles klar. Gut, dann gehen wir Rittersporn und Philippa jetzt. Um das abzuhaken. Und wir könnten eigentlich mal, wenn wir gerade hier sind, ne? Weil hier war ja der Höhleneingang. Gerade mal schauen. Hier kommen wir nämlich durch nach da. Ach, fuck it. Brauchen einen Schlüssel. Okay. Den kriegen wir auch noch. Den kriegen wir auch noch. Irgendwann. Schauen wir mal. Bah. Aber wenigstens haben wir die Abkürzung mal freigeschaltet. So. Und wir laufen jetzt mal zurück. Zu Philippa. Und Rittersporn ist unser ist eine geile Schwertscheide. Schickt irgendwie diesen so. Ist nicht komplett geschlossen, sondern nur einen Vorn- und Hintenverschluss. Cool. Gefällt mir. Oh du Scheiße, wo müssen wir eigentlich hin? Auf diese Karte hier, ne? Da. Okay. Das heißt wohl einfach hier durch. Das ist extrem verwirrend. Ja, okay, super. Damit sind wir richtig. Und dann quatschen wir erstmal mit Rittersporn. Mal schauen, was sich daraus ergibt. Und wir den Zukunft langsam auf die Spur kommen. Noch einer! Lass einen rein, gleich machen sich 100 breit! Wie die Ameisen. Da sind sie doch. Menschen, Frauen brauchen sich nur mal kurz auf einen Mann zu sehen. Gut, dass du hier bist, Geralt. Was reimt sich auf wir? Ich bin kein Dichter. Nein, das ist nicht so toll. Du hast doch sonst manchmal gute Ideen. Hier. Genau. Schreibst du eine Ode an deine neue Flamme? Besser. Ich schreibe eine neue Hymne für Vergen. Willst du die erste Version hören? Nein. Also dann. Brüder auf die Gleichheit lockt, da wird nicht mehr herumgehockt. Die Fahnen flattern frei und froh, den Eid sprech ich in Jubilo. Komm mit uns und ergreife, Bruder, mit dem rechten Mut das Ruder. Denn im Herzen weißt auch du, wir halten auf die Freiheit zu. Seit an Seit marschieren wir, und Zwerg und Elf sind mit uns hier. Gemeinsam geht es auf den Feind, bis das für uns die Sonne scheint. Wie gefällt es dir? Reimt sich. Na gut. Dann lass mal hören, was du rausgefunden hast. Reimt sich. Geil, komm. Er ist ja schon ein kleiner Charmeur, der halt, ne? Fangen wir doch erstmal hier an. Ich habe deinen Gedichtband gefunden. Meine Liebesgedichte. Irgendein Hornochse hatte mir die gestohlen.
wollte sicher sein lumpiges Bauernmädchen damit beeindrucken. Ohne meine Verse fühle ich mich wie ohne Eier im Bordell. Weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Oder halt, doch, ich weiß es. Komm mit auf den Schnaps, ich gebe einen aus. Ich habe eine bessere Idee. Von mir aus auch Bier, ist mir egal. Ich wollte dich um einen Gefallen bitten. Was du willst, dir würde ich auch meine Tugend opfern. Wenn ich welche hätte, versteht sich. Deine Tugend interessiert mich nicht. Sag bloß, du brauchst schon wieder ein Gedicht für eine Mittagserscheinung. Schlimmer. Geralt, ich flehe dich an. Zieh mich nicht wieder in so eine wilde Geschichte mit Ungeheuern hinein. Ich bin Künstler und kein... Du bist genau der Richtige, um den Succubus anzulocken. Bist du des Wahnsinns fette Beute? Soll mich etwa ein hufbewehrtes Weibsbild zu Tode reiten? Oh Götter, na schön. Sterben müssen wir alle mal. Warte bei Anbruch der Dämmerung bei dem abgebrannten Dorf auf mich. Abgebranntes Dorf. Warte. Jorvet hat sich verändert, nicht wahr? Dieser Ort verändert alle. Nur dich natürlich nicht. Solche Veränderungen mag ich nicht. Ich traue ihnen nicht. Dann bist du dumm. Saski hat Jorvet eine Chance gegeben. Und wenn er die nutzt, kann er endlich aus seinem Loch kriechen. Mehr noch, wenn er jetzt geschickt vorgeht, werden die Menschen die Vergangenheit vergessen und ihn respektieren. Ein unabhängiges Pontartal könnte bedeuten, dass Jorvet sich vom Banditen zum Ritter wandelt. Dann ist es doch kein Wunder, dass er sich ändert. Mein Kind würde ich ihm zwar nicht anvertrauen, aber er ist auf einem guten Weg. Mit den Erinnerungen kommen auch die Gefühle wieder. Ich glaube fest daran, dass Yennefer lebt und ich sie finden werde. Triss, Yennefer, du bist zu beneiden. Ich weiß weder, was mit Yennefer ist, noch ob Triss noch lebt. Tja, von zwei Frauen hast du gerade keine. Aber solche Frauen sind zäh. Ich werde Triss finden, lebendig. Was ist mit Yennefer? Das weiß ich erst, wenn ich sie treffe. Ich kann mich an immer mehr erinnern. Lose Fetzen nur, aber sie fügen sich allmählich zusammen. Was ist dir denn eingefallen? Eine Reise und dann eine endlose Wanderung in den Süden. Yennefer hinterher und der wilden Jagd. Ich weiß nicht, wie lange. Es war kalt. In den Dörfern, die ich auf meiner Reise passierte, lebten nur alte Menschen. Aber niemand wollte mir erzählen, was mit den Jüngeren, den Kindern, passiert war. Aus einem Greis bekam ich heraus, dass sich Wölfe in der Gegend herumtrieben. Ertrunkene und Moderhäuter. Über die wilde Jagd wollte niemand sprechen. Hast du sie eingeholt? Keine Ahnung. Hast du eine Spur? Noch nicht. Du hast elfische Gedichte über die Jagd erwähnt. Ich sagte, dass es vielleicht welche gibt. Ältere. Ich kenne keine, aber sieh dich in der Gegend um. Vielleicht stolperst du ja über eins. Eines ist sicher. Leto ist nicht auf dieser Seite des Nebels. Wenn du den Königsmörder jagen willst, hättest du mit Roche in Hensels Lager gehen sollen. Ich bin zwar auf der Suche nach Triss, aber das heißt nicht, dass ich Leto vergessen habe. Warum liegt dir so daran? Ist ja nicht dein Stall, sind doch nicht deine Hühner. Leto weiß viel über mich. Er könnte mir helfen, ein paar Dinge zu verstehen. Bist du sicher, dass du alles wissen willst? Wir werden sehen. Nehmen wir an, du schnappst ihn. Was dann? Zuerst will ich die Wahrheit wissen. Vielleicht kann er mich überzeugen. Vielleicht schlage ich ihm auch den Kopf ab. Ja. Bist du jetzt Hofpropagandist? Hier gibt es gar keinen Hof. Das ist doch das Beste an diesem Ort. Die Leute folgen Saskia freiwillig. Nicht aus Zwang oder wegen der Etikette. Du neigst zu extremen Ansichten. Und du neigst dazu, jede erhabene Idee in den Dreck zu ziehen. Ich bemühe mich, die Dinge nüchtern zu sehen. Aber du hast dich uns angeschlossen. Oder nicht? Im Augenblick bin ich auf Vergens Seite. Du willst keine Verpflichtungen eingehen, wie? Vergen ist aber keine Hure, die man nach dem Vögeln links liegen lassen kann. Stimmt. Auf einer wackeligen Brücke sollte man zusehen, dass man auf die andere Seite kommt. Endlich sprichst du wie ein Mensch. Verzeihung, das war rassistisch. Endlich bist du klug. Dankeschön. Hier stinkt's nach Mist. Ja. Die Bauern träumen vom Krieg. Und wir? Statt den Was ist denn los? Nix, alles gut. Wir haben nur jede Menge neue Sachen erfahren. Und dass wir uns in einem abgebrannten Dorf mit
treffen wollen. So, wir müssen jetzt zu Philippa erstmal. Schweren Herzens. Oh. Wiederkehrende Erinnerung. Oh. Symbol des Hasses. Nein. Leben und Tod. So. Ja, tut. Wo ist Triss? Machen wir das. Gehen hier hoch. Schauen wir mal, ob wir dem Weg hier folgen können. Ich bezweifle das ein bisschen. Was ist das? Da ist das hier drin, ne? Es darf nur Philippa Eilhardt eintreten. Alles klar. Ich könnte ja böse sein. Bei mir weiß man das nie so. Also langsam kommt so eine Wegfindung hier rein. Wenn nichts markiert ist irgendwie, oder Texte hat. Warte, jetzt ist sie gerade weg. Jetzt wieder hin. Die Magiekunst. Die lesen wir jetzt erst. Trollhorn. Uhu. Trissband. Was ist denn Trollhorn? Ich weiß es nicht. Ein besinnlich bekannter Zauberer sagte, Magie sei Chaos, Kunstwissenschaft, Fluch, Segen und Fortschritt. Na dann. Reden wir mit dir. Aber erst mal Speiser. Willst du über etwas reden? Ja. Ich habe das Band von Triss. Konntest du etwas herausfinden? Triss war hier. Leto hat sie zum Teleport gezwungen. Warum? Es gibt einfachere Reisemethoden. Zwei von Letos Kumpanen hielten sich bei den Skoyatel versteckt. Vermutlich die, die für Demavents Tod verantwortlich sind. Als in Flotsam ruchbar wurde, dass der Königsmörder Jorvet beseitigen wollte, hat der befohlen, Letos Kumpanen den Garaus zu machen. Leto musste das Kommando also vor den Elfen erreichen. Und dazu war der Teleport die einzige Möglichkeit. Ich verstehe. Triss wollte zu mir, hat mich aber verfehlt. Sie ist in den Schluchten gelandet. Was geschah weiter? Leto hat sie verwundet zurückgelassen. Hat wohl gemeint, sie wäre eine feine Abwechslung im Trollmenü. Er ist zu den Elfen gegangen und hat mit seinen Kumpanen das Kommando ausgelöscht. Sie sind irgendwo jenseits des Nebels. Und Triss? Ist dem Troll entkommen. Alles deutet darauf hin, dass sie nicht weit von hier ist. Ich versichere dir, in Vergen ist sie nicht. Sie muss irgendwo hier sein. Finde sie. Ich versuch's. Brauche aber ein bisschen Zeit. Was hast du sonst noch erfahren? Sheila hat befohlen, Leto und Triss zu töten. Nicht zu fassen. Aber wahr. Ich habe die Söldner getroffen, denen sie befohlen hat, Leto und alle, die bei ihm sind, zu töten. Damit meinte sie doch die Königsmörder. Bist du sicher, dass sie von Triss wusste? Wie sicher bist denn du, was Sheila angeht? Zwischen ihr und Triss war etwas. Sicher nur ein Missverständnis. Möglich. Wir müssen Triss finden, dann klärt sich alles auf. Ich brauche ein bisschen Zeit. Was ist denn da los? Sehen wir nach. Hallo? Was ist hier los? Die Bauern wollen den Sohn von König Demavent auf ihren Forken sehen. Weshalb? Einem Diener zufolge hat Stannis Saskia vergiftet. Die Bauern sind wie wild deswegen. Der reinste Lynchmob. Wo ist denn der Fürst? Hat sich in seinem Gemach verbarrikadiert. Der Adel bewacht ihn. Vorläufig haben die Bauern noch zu viel Respekt, aber der Wahn greift weiter um sich. Es kann jeden Moment zum Schlimmsten kommen. Bitte helft uns, die Sache ist ernst. Ich informiere derweil die übrigen Adligen. Hunde knurren Katzen an, Katzen fauchen Hunde an. Adlige und Bauern sind genauso. Spar dir die Vergleiche aus dem Tierreich und kümmere dich darum. Ich versuche inzwischen Triss zu finden. Und denk dran, falls Stannis etwas zustoßen sollte, wir brauchen sein Blut. Das vergesse ich schon nicht. Level aufgestiegen. Gut. Boah, warte den Verlauf der Ereignisse ab. Cool. Schweren Herzen. Was? Was soll das denn?
Aber... Nein. Nee, das will ich nicht. Da bin ich zu fein für. Wo ist Triss? So, das laden wir jetzt. Also das finde ich jetzt blöd. Ich will den Quest machen. Ich hab mir... Was ist hier los? Nein, das ist der falsche. Dann nehme ich den. Nee, das ist mir zu doof. Da will ich jetzt den anderen Quest machen. Ich will dir alles mitnehmen. Und nicht einfach irgendwas verpassen, nur weil ich den falschen Quest vorher ausgelöst habe. Nee. Gut, dann, mal schweren Herzens. So einfach ist das. Wo müssen wir denn hin eigentlich? Erstmal da raus, okay. Dort gehen wir raus. Moment, das ist der Schmied, ne? Du kannst Sachen für mich herstellen. Schau dir mein... Ja, Hartenfallen. Ach, wieso brauche ich denn dafür Silbererz, wenn die wohl teuer? Ich will das nicht verwenden. Ich mache mir 3, so, maximal 3. Hab jeden Fall. Moment, Harpienfalle. Dahin. So. Wir wollen nach draußen. Es kann sein, dass ich das nur öfters machen werde, dass wir einfach einen Speicherstand laden. Weil wir halt so gut wie möglich jeden Quest mitnehmen wollen. Weil sonst... Ich will einfach alles mitnehmen können, was... Nettes Hexerkostüm. Ja. Und wir verhindern die Story dadurch nicht. Wir kriegen nur noch mehr Hintergrund erfahren. Wissen. Das finde ich eigentlich eine ganz interessante Sache. So. Ah ja, da alles klar. Ich würde sagen, das mit Rittersporn mal in der nächsten Folge. Ja, dann wird die ein bisschen kürzer. Und wir sehen uns dann morgen wieder um 16 Uhr.